an den Mitschnitt des tschechischen Inlandsgeheimdienstes, der ja sagt, naja, wir haben da eben tatsächlich Belege für, die wir aber, da wir Geheimdienst sind, nicht rausgeben können. Also zweifeln Sie an dem tschechischen Geheimdienst? Wissen Sie, jetzt fange ich ja selbst an oder würde anfangen, in die Vermutungen zu gehen, in die Verdächtigungen. Wenn es diese Mitschnitte gibt, dann soll man die den deutschen Sicherheitsbehörden übergeben und dann muss man natürlich auch klar diese Mitschnitte dann irgendwann veröffentlichen. Dazu fordere ich auch die Dienste, wenn sie es denn tun wollen, auch auf. Ansonsten bleibt es Verdächtigung, Verleumdungen im schlimmsten Fall, die nicht aufgeklärt werden können. Und das kann ja nicht im Sinne dessen sein, dass wir auch als Rechtsstaatpartei sagen, dass wir natürlich Geldzahlungen ablehnen und auch Erpressungen oder sonstige Provokationen in dieser Form von Diensten oder von anderen Personen außerhalb des politischen Spektrums an Politiker und Abgeordnete. Also von daher beteilige ich mich nicht an diesen Verdächtigungen oder hinterfrage, ob das sein kann oder nicht sein kann. Wir brauchen Beweise und Belege. Nicht